ist das denn? Oh mein fucking Gott, das sieht ja edel aus. Stark aus, meine Fresse. Die Augen, wie die leuchten. Heftig, heftig, heftig. Jetzt geht ja im Hintergrund auch noch der Rasenmäher an. Ich hoffe, das zerstört mir jetzt nicht mein Video. Das sieht auch mächtig aus. Also dafür, dass es epische sind, nicht schlecht. So, was haben wir hier? Den Flatline. Aquaflow. Oh, das sieht auch echt edel aus. Aber ich muss ja immer wieder sagen, der Battle Pass Skin von der Flatline hat halt so ein besonderes Visier. Dadurch siehst du die Gegner einfacher. Da muss man mal zweimal überlegen, lohnt sich's oder lohnt sich's nicht, dann mal einen anderen besseren Skin reinzumachen. Repetier sieht auch edel aus. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass. Ups, da sind wir rausgegangen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass in diesem Event mir mal wieder eine Menge Skins richtig, richtig gut gefallen. Muss ich einfach mal sagen. Und da geht es nämlich schon los. Oh, wir haben noch einen extra Havoc-Skin in Legendär gekriegt. Ja, der Lifeline-Skin. Also weiß ich nicht, wer den nicht geil findet, dem kann ich auch nicht helfen. Was für ein heftig krasser Skin. Ohne Scheiß. Es wird auf jeden Fall gleich noch vom Revenant-Erbstück alle Animationen geben, also alle Inspection-Animationen. Das sollte klar sein. Oh, der Wraith-Skin ist auch ultra nice. Ultra, ultra nice. Boah, der Rasenmäher im Hintergrund, das fuckt mich ja jetzt gerade leicht ab, ohne Scheiß. Bangalore-Skin auch. Ein absolut schickes Ding. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Skins so findet. Also das ist wirklich seit langem mal wieder ein Collection-Event, wo ich sage, da ist wirklich fast jeder Skin wirklich schön. Und es ist genau der Grund, warum ich auch ein Pack-Opening für dieses Event mache. Nicht wegen dem Revenant, wegen dem Rampart-Erbstück. Rampart ist jetzt absolut nicht meine Legende. Aber die meisten Skins sind halt so geil, dass ich mir dachte, komm, scheiß drauf. Wie findet ihr übrigens das Rampart-Erbstück? Mal Hand aufs Herz, könnt ihr mal reinschreiben. Und vor allen Dingen der Buff. Der Buff mit Mobile Sheila. Also ich glaube, ist geil. Ich glaube, Sheila Mobil ist OP. Absolut Fakt. So, dieser passende Wraith zu Sentinel Skin. Also passend, mega geil. Mega, mega geil. Also ohne Scheiß. Nochmal zwei. Ja, guten Frame. Ach, das ist der Emote. Der Emote für Pathfinder, absolut geil. Pack mal gleich mit rein. Da haben wir schon eine Menge davon, meine Fresse. Oh, ein Finisher. Ein Finisher für Krypto. Na, wenn Krypto irgendwann mal gut ist, lohnt sich's. Ausrüsten. Hier haben wir den Event-Skin für die Hemlock. Den finde ich auch echt sexy. Dafür, dass er episch ist und nicht legendär. Schicker Skin. Schicker Skin. Oh, hier. Das ist wirklich mein absoluter Favorite von diesem Event. Dieser Skin ist doch einfach allererste Sahne. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz raus. Nee, reicht noch nicht. Crafting Metall. Gleich mal noch was Seltenes holen. Hatte ich mir jetzt überlegt. Gut, eine Bannerpose. Nicht sehr spektakulär. Das ist einer der wenigen Sachen, die sich nicht so lohnen.
Oh ja, der Few Skin ist auch ultra sexy. Den werden wir erstmal reinmachen. Zieht euch doch diesen Skin rein. Meine Fresse, ist der geil. Oh mein Gott. Okay, wie viel fehlt uns noch? Uns fehlen noch 9. Feuer frei jetzt hier und zack. Hätte jetzt vielleicht noch schauen können, ob ich ein bisschen Crafting-Metalle für was Seltenes zusammenkriege, aber das wird knapp. Das wird knapp bis 800. Oh ja, dieser Mestis-Skin, der flasht mich auch absolut. Absolut. Das Monster-Event, was am 12. Oktober kommt, da gibt es einen 99-Skin, der sieht dem sehr ähnlich. Hose. Wraith, den finde ich auch ultra nice mit diesem Arcstar. In and out. Epic. Ein Waffencharm. Das soll wohl das Portal von Wraith darstellen. Sieht echt geil aus. Das sieht so ein bisschen vereist aus. Ein Skydive für Revenant. Dreihunderteins. Ja, ist schlicht, aber geil. Schlicht, aber geil. Diese Farbkombi. Lila, weiß, so ein paar Goldakzente. Also wirklich, ich finde absolut sexy. Absolut sexy. So, hier haben wir noch einen Skydive für. Oh Gott, wer ist das? Ach, das ist Sion. Ich habe vorhin übrigens noch, ach, das schneide ich wahrscheinlich einfach mit rein, noch ein Rampage-Skin vorhin aus dem normalen Pack gezogen, legendären. Oh Gott, der sieht auch sehr, sehr schick aus. Ohne Scheiß. Also die Rampage-Skins sind richtig, richtig, richtig schick. Der Skin ist natürlich auch edel. Es sieht halt so ein bisschen Paintball-Arena-mäßig aus. Weil das ja so eine Schweißermaske ist, aber egal, kann man trotzdem spielen. Mega. Mega. Es gibt vielleicht ein, zwei, drei Sachen, die mir aus dem Event überhaupt nicht gefallen. Oh ja, haben wir noch einen legendären Emote für Caustic. Sehr geil. Grüße gehen raus an Klaus. Schick, mit dem Skin in Verbindung natürlich absolut sexy. Okay, hier ist noch ein Waffencharm, passend zum Octane-Skin. Schön. So, jetzt kommt das Rampart-Erbstück. Pam, pam, pam. Gleich mal ausrüsten. Sieht natürlich stark aus. Also, ich fand die ursprüngliche ohne Texturen-Version, die es ja schon Monate vorher zu sehen gab, habe ich ja auch ein paar Mal gezeigt auf meinem Kanal. Nicht so geil, aber mittlerweile, warum auch immer, es ist nur ein scheiß Schraubenschlüssel, aber mittlerweile finde ich es irgendwie geil. So, jetzt sehen wir uns auf dem Trainingsgelände wieder und dann zeige ich euch alle drei Animationen. Ein neues Magazin einfach mal reingeklopft. Das ist ja so geil. Stark, stark. Wirklich gefällt mir, muss ich sagen. Okay, ist die dritte.
Hey. Yeah, 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 yeah. Hehehehe.